ein Bach. Träge windet er sich durch den Wald. Dann zwängt er sich zwischen Felsen hindurch. Mancher Bach ist kalt und immer im Schatten. Ein anderer warm und lichtdurchflutet. Eines unterscheidet den Bach vom Fluss. Die Zweige der Bäume am Ufer berühren sich noch. Skurrile Bewohner leben im Bach. So wie dieser bullige Fisch, der fast alles packt, was sich bewegt. Andere schmücken sich mit bunten Farben. Es gibt winzige Fischerkönige. Wanderer kommen und gehen, über und unter der Wasseroberfläche. Manche, die hier plötzlich auftauchen, hat kaum jemand je beobachtet. Andere kannte einst jedes Kind. Der Bach, das übersehene Naturparadies. Jedes Jahr im Herbst sammeln sich große Mengen Laub im Bach. Viel natürlicher Abfall in einem kleinen Gewässer. Eine Nährstoffflut. In sauberen, kalten Bächen lebt der Steinkrebs. Das ganze Jahr über hat man die Tiere kaum gesehen. Jetzt im Herbst wandern sie nach Einbruch der Dämmerung auf und ab. Die Männchen mit ihren mächtigen Scheren vertreiben Rivalen und suchen nach den zierlichen Weibchen. Die Begattung findet versteckt hinter Blättern statt. Und noch bevor alle Steinkrebse verpaart sind, laufen die ersten Weibchen bereits mit Eiern unter dem Hinterleib durch den Bach. Auf dieses wertvolle Gut wird die werdende Krebsmama nun über ein halbes Jahr lang aufpassen. Am Ende der Paarungszeit streiten sich die Steinkrebse um die besten Höhlen, die Wohnung für das kommende Jahr. Dass es an Land inzwischen Winter geworden ist, macht den Steinkrebsen nichts aus. Das Wasser hat immer noch ein paar Grad über Null. Der Krebsbach hat seine Quelle irgendwo im Wald. Auch im Winter kommt das Wasser mit knapp 10 Grad aus dem Bauch der Erde. Dort leben ganz besondere Wesen. Winzige Quellschnecken, gerade einmal 2 Millimeter lang. Sie sind auf die ganzjährig konstanten Temperaturen an der Quelle angewiesen. Die sehr seltenen Schnecken gehören zu dem Heer der Abfallentsorger im Bach. Wo sauberes Wasser aus dem Boden quillt, leben noch mehr kleine Tiere, die Laub schreddern und Reste zerkleinern. Das Flohkrebschen weidet mikroskopisch kleine Algen von den Steinen. Genau wie die Larve der Köcherfliege. 100 Arten von Eintagsfliegen gibt es bei uns. Auch ihre Larven, Algenfresser. Auch unterhalb der Quelle friert der Bach nie bis zum Grund durch. Die Eisschicht obenauf wirkt wie ein isolierender Deckel. Doch das Leben
nimmt erst dann so richtig Fahrt auf, wenn Temperatur und Wasserstand steigen und das Eis schmilzt. In den ersten frostfreien Nächten kommen Winterpilze zum Vorschein. Sie wachsen in Bachnähe, weil sie die hohe Luftfeuchtigkeit für ihre empfindlichen Sporenträger brauchen. Die Samtfußrüblinge sind nicht die einzigen Pilze, die im Vorfrühling gedeihen. Der Prachtbecherling wächst ebenfalls gern in der Bachaue und bildet schon kurz nach der Schneeschmelze seine zinnoberroten Fruchtkörper. Die rote Farbe soll helfen, auch an kühlen Vorfrühlingstagen die Sonnenwärme einzufangen. Die ohnehin farbenblinde Rötelmaus will der Pilz sicher nicht anlocken. Ebenfalls durch auffallende Farben geschmückt, ist der erste tierische Bewohner, der gleich nach der Schneeschmelze ans Bachufer kommt, der Feuersalamander. Es ist ein Weibchen und es ist hochträchtig. Im zeitigen Frühjahr sucht sie seichte Fließgewässer auf, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Feuersalamander geben keinen Laich ab, wie andere Amphibien, sondern gebären lebende Junge. Die Larven haben sich im Inneren ihrer Mutter in Eiern entwickelt. Während der Geburt schlüpfen die kleinen Salamander aus der hauchdünnen Eihülle und schwimmen davon. Kaum ist das Frühjahr da, tauchen die verschiedensten Bachbewohner aus ihren Winterquartieren auf. Der Grubenlaufkäfer ist etwas ganz Besonderes. Als einer der wenigen Großlaufkäfer geht er auch unter Wasser auf Jagd. Wenn er da nichts findet, durchstöbert er das Ufer nach Schnecken und anderen wirbellosen Tieren. Der Flohkrebs macht ihn für eine Nacht satt. Mit seinen kräftigen Kiefern zerkaut der Grubenlaufkäfer den gepanzerten Winzling. Aus den meisten Gebieten Mitteleuropas ist der Grubenlaufkäfer mittlerweile verschwunden. Ein Schicksal, das er mit vielen anderen Bachbewohnern teilt. Auch nach dem Winter ist das Eis noch nicht völlig aus der Aue verschwunden. In Bachtälern ist die Luft feucht. Sinkt die Temperatur auf mehrere Grad unter Null und kommt leichter Wind auf, bildet sich Raureif. Eiskristalle, die entgegen der Windrichtung wachsen. Ein Zauber, den nur Frühaufsteher bewundern können.
Kurz nach Sonnenaufgang sind die Eisnadeln wieder verschwunden. Erlenzeisige tummeln sich in den Baumkronen am Bach. Erlensamen gehören zu ihrer Lieblingsnahrung. Deswegen klappern die grün-gelben Finkenvögel die Galeriewälder Baum für Baum ab. Weil jede Erle im Vorjahr in tausenden Zäpfchen Unmengen an Samen produziert hat, bleibt genug übrig, damit sich der Baum vermehren kann. Und noch während die Samen zu Boden fallen oder abgeerntet werden, erblüht die Erle. Die männlichen Blüten sind lange Kätzchen, in denen sich der Pollen, also der Blütenstaub, entwickelt. Der wird vom Wind zu den weiblichen Blüten getragen, die am selben Baum wachsen. Die Erle gehört zu den Pflanzen, die bei der Bestäubung nicht auf Insekten angewiesen sind. Nach ein paar Kilometern säumen Märzenbecher unseren Bach, in dem immer neue Tiere auftauchen. Merkwürdige Fische, die nicht richtig schwimmen können, wandern jetzt im Frühling bachaufwärts. Sie suchen nach flachen Steinen, unter denen sie sich Höhlen in den Kies graben. Treffen sie dabei auf Artgenossen, verständigen sie sich akustisch durch Knacklaute. Das könnte so viel bedeuten wie: Willst du mich heiraten? Denn der hellere Fisch mit dem kleineren Kopf und dem dicken Bauch voller Fischeier ist ein Weibchen. Groppen benötigen zum Leben sauberes Wasser, flache Steine und die Nachbarschaft von einer Armada von Winzlingen. Das Ökosystem Bach hängt in erster Linie von diesen kleinen Wesen ab, die als hauchdünner Teppich auf den Steinen am Gewässerboden wachsen. Kieselalgen. 1 Million dieser Einzeller hat auf 1 Quadratzentimeter Platz. Daneben unzählige andere, winzige Algenarten und Kleinsttiere, die wir mit bloßem Auge gar nicht sehen können. Sie sind die Grundlage der Nahrungskette. Das Urgläschen, eine Schalenamöbe, umschließt die Kieselalgen mit ihrem Körper und verdaut sie ganz langsam. Bachflohkrebse und andere Tierchen, von denen wir meist kaum Notiz nehmen, weiden den hauchdünnen Algenfilm von den Steinen. Ohne sie könnten viele Fische und andere größere Tiere nicht im Bach überleben. Je sauberer das Wasser, desto mehr dieser Winzlinge leben im Bach. Und desto mehr Fische und andere Tiere können sich im Bach satt fressen und vermehren. Hier kam allerdings etwas dazwischen. Tausende Groppen, Elritzen und Forellen verenden qualvoll. Der kleine Bach ist Opfer einer Havarie geworden. Über Nacht sind Zehntausende Liter Abwasser aus einer defekten Kläranlage in unseren Bach gelangt. Mit verheerenden Folgen. Unzählige tote und verendende Kleinfische auf 1 Kilometer Länge. Biologen zählen allein mehr als 1000 Exemplare der seltenen und durch europäisches Recht streng geschützten Groppe. Wie sich der Unfall auf die Krebse und Kleinstlebewesen im Bach auswirkt, ist nur zu erahnen. Ihr Sterben entzieht sich unseren Blicken. Die Behörden reagieren. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr sperren das Gewässer ab. Die Landwirte aus der Nachbarschaft helfen zusammen,
pumpen das verseuchte Bachwasser ab und fahren es zur biologischen Reinigung auf die Wiesen der Umgebung. Den Rest erledigt die Natur. Spezialkommandos. Vögel, Aaskäfer, Fliegen sowie Mikroorganismen räumen die Kadaver weg. Schon wenige Tage später ist im Gewässer nichts mehr anzumerken. Frühblüher locken Bestäuber an und das Wasser plätschert friedlich dahin. Elritzen und kleine Forellen. Die ersten Fische kommen zurück. Sie schwimmen einfach wieder den Bach hinauf. Bis sich die Krebse erneut eingefunden haben und andere, die zu Fuß gehen müssen, wird es wohl etwas länger dauern. Immerhin, einige der flachen Steine sind wieder von Krabbenmännchen besetzt. Der Bach hat den Giftunfall scheinbar überwunden. Zum Lebensraum Bach gehört untrennbar auch das angrenzende Land. Am Ufer blühen gerade die Saalweiden. Männchen und Weibchen sind bei dieser Baumart getrennt und die Blütenstände sehen ganz unterschiedlich aus. Beim Saalweidenmännchen strecken sich hunderte Staubgefäße aus dem Kätzchen. Sie sollen dafür sorgen, dass der gelbe Blütenpollen an Bestäubern haften bleibt, die mit energiereichem Nektar in der noch kahlen Landschaft hierher gelockt werden. Insekten sind die Klassiker unter den Bestäubern. Aber auch manche Vögel kommen wegen des süßen Nektars an die blühende Weide. Die Blaumeise zum Beispiel. Sie findet hier auch kleine Insekten. Forscher haben aber herausgefunden, dass Blaumeisen im Frühling ihren Energiebedarf für den ganzen Tag mit dem Nektar der Weidenkätzchen decken können. Die weibliche Weide ist weniger auffällig. Anstelle von leuchtenden Staubgefäßen ragen winzige grüne Narben aus den silbrigen Kätzchen. Bestäuber, die bepudert mit Blütenpollen hierher fliegen, belohnt sie sogar mit noch mehr Nektar als männliche Weiden. Auch unterhalb der Wasseroberfläche dreht sich jetzt alles um den Nachwuchs. Das Krabbenmännchen in seiner Höhle bewacht bereits die Eipakete von zwei Weibchen, aber damit nicht genug. Er versucht, eine weitere Krabbendame einzuladen, bei ihm abzuleichen. Die nimmt einen Umweg und akzeptiert die Offerte. Schließlich wenden beide ihre Bauchseite nach oben und geben Milch und Rogen ab, der an der Höhlendecke kleben bleibt. Eindringlinge in Nestnähe duldet das Krabbenmännchen zurzeit überhaupt nicht. Obwohl nach dem Abwasserunfall viel weniger Krabben und auch Schmerlen in unserem Bach leben, können die Verluste mit solch großen Gelegen nach ein paar Jahren wieder ausgeglichen werden. Warum ist aber die Krabbe dann bedroht? Warum sind die bulligen Fische so wie viele andere aus den meisten heimischen Bächen verschwunden? Die Umgebung der Bäche hat sich verändert. Einst bunte Auewiesen sind fast überall zu Intensivgrünland geworden. Wirtschaftsdünger, also vor allem Gülle, ermöglicht es den Landwirten, hier bis zu 6-mal im Jahr zu mähen und eiweißreiches Grünfutter zu ernten. Bunte Blumen und Schmetterlinge sucht man auf solchen Flächen vergeblich. Die intensive Bewirtschaftung
führt unweigerlich dazu, dass vor allem nach starken Regenfällen große Mengen Dünger in den Bach gespült werden. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes zeigt, dass in 96% unserer Bäche die meisten der typischen Tierarten verschwunden sind. Nur noch jeder tausendste Bach ist in einem ökologisch sehr guten Zustand. Die industrielle Landwirtschaft hat unsere Bäche kaputt gemacht. Im Wasser führt diese Düngung zu dramatischen Veränderungen. Der natürliche Nährstoffkreislauf im Bach gerät völlig aus den Fugen. Gelangt von außen Düngemittel ins Gewässer, profitieren nur wenige großwüchsige Algenarten und die verdrängen die Vielfalt der Kleinstorganismen. Was man nicht sehen kann, ist der Einfluss der Gülle auf die kleinsten Bachbewohner. Der dauerhafte Eintrag von Ammonium und Nitrit führt zu einer Versauerung des Gewässers. Die meisten Kieselalgen vertragen das nicht und sterben ab. In ihre Reihen werden Lücken gerissen und am Ende verschwinden hunderte Arten dieser so wichtigen Einzeller. Ansehen tut man das dem Bach erst auf den zweiten Blick. Zumal es am Ufer jetzt immer mehr zu grünen und zu blühen beginnt. Entlang vieler Bäche wächst die Knoblauchsrauke. Die Halbschattenpflanze wurde schon von den Menschen in der Steinzeit als Gewürz verwendet. Um das Licht im Galeriewald optimal auszunutzen, treibt sie unten große Blätter und darüber immer kleinere. Knoblauchsrauken geben über die Wurzeln ein Gift ab, das Baumkeimlinge abtötet. So verschaffen sie sich Platz in der Bachaue. An den trockenen Knoblauchsraukenstängeln vom Vorjahr ein dornartiges Gebilde. Es sitzt dort perfekt getarnt seit fast einem Jahr und erwacht nun zu neuem Leben. Ein Aurora-Falter schlüpft aus der Puppenhülle. Der erste Frühlingsbote. Es ist ein Weibchen. Die Unterseiten der Hinterflügel ziert die typische gelb-grüne Marmorierung. Andere brauchen ein wenig länger. Gleich nebenan schlüpft ein Männchen. Es hat kräftig orangefarbene Flügelenden. Und noch eines. Bevor es davonfliegen kann, muss es seine Flügel aufpumpen und trocknen lassen. Zu einem gesunden Bach gehört auch ein breiter Uferstreifen. Nur wenn ganzjährig nicht gespritzt wird, können Aurora-Falter hier leben. Zudem darf nicht bis ans Ufer gemäht werden, sonst wird der Schmetterlingsnachwuchs vernichtet. Die Knoblauchsrauke liefert alles, was der Aurora-Falter braucht. Sie ist Nahrungsquelle und Eiablageplatz zugleich. Zwar ist das Ex-Küchengemüse nicht die einzige Pflanze, die dem Falternachwuchs schmeckt, aber sie genügt den Raupen einmal aus dem Ei geschlüpft, vollauf. Im Quellgebiet unseres Baches kommt eine langsam wieder zu Kräften. Das Salamanderweibchen hatte für das gute Dutzend Larven, die in ihrem Bauch herangewachsen waren, viel Energie verbraucht. Jetzt muss es sich neue Reserven anfressen. Schnecken und andere Wirbellose leben in großer Zahl an naturnahen Bächen, an denen tote Äste und Baumstämme liegen bleiben dürfen. Versteckt im Wurzelwerk gibt es viele Höhlen, in die sich die lichtempfindlichen Feuersalamander am Tage zurückziehen können. Für sie sind ein intakter Uferbereich und sauberes Wasser überlebenswichtig. Auch bei den Salamanderlarven dreht sich alles ums Fressen und Wachsen. Musik
Große Augen helfen ihnen, ihre Beute zu erkennen. Im kalten Quellwasser gelingt das Beutemachen nicht immer auf Anhieb, aber immer öfter. Weiter unten am Bach, wo es noch vor ein paar Wochen nach Verwesung stank, tauchen immer neue Tiere und Pflanzen auf. Die Blütenstände der Pestwurz schieben sich schneller aus dem Boden als ihre Blätter. Pestwurzblüten sind nektarreich und eine wichtige erste Nahrungsquelle für Wildbienen und Hummeln. Pestwurzen haben die größten Blätter aller heimischen Pflanzen und wurden nachweislich schon in der Steinzeit als Toilettenpapier verwendet. So hat sich in Süddeutschland der treffende Name Arschwurz erhalten. Der Groppenmann in seinem schwarz-blauen Brutkleid bewacht und verteidigt noch immer sein Gelege. Alles wird gepackt, was sich in Nestnähe bewegt, und weggebracht. Der Fischvater hat eine Art temporäre Essstörung. Besser gesagt eine Fresshemmung, hormonell gesteuert. Damit er nicht seine eigene Brut auffrisst, erlischt bei ihm pünktlich zur Laichzeit der Hunger. Selbst Bachtiere, die er normalerweise mit einem Haps verschlingen würde, spuckt er wieder aus. Seine einzige Beschäftigung ist es jetzt, dem Nachwuchs Frischwasser zuzufächeln und Feinde zu vertreiben. Nach dem Schlupf fallen die Groppenlarven in der Höhle zu Boden und zehren noch ein paar Tage von ihrem riesigen Dottersack. Das Steinkrebsweibchen, das seit fast 7 Monaten Eier mit sich trägt, muss sich noch etwas gedulden. Keine andere Tiermutter im Bach hütet ihre Eier so lange wie sie. Die Raupen des Aurora-Falters sehen inzwischen selbst aus wie ein verdickter Blattstängel der Knoblauchsrauke. Eine gute Tarnung. Nachdem sie 5 Wochen lang gefuttert und gefuttert hat, spinnt die Raupe einen seidenen Gürtel um ihren Rücken. Er ist ihre Lebensversicherung für das kommende Jahr. Ihr Leben hängt jetzt buchstäblich am seidenen Faden. Die Gürtelpuppe ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass er nicht reißt. Und natürlich hängt alles davon ab, dass hier im Laufe des Jahres nicht gemäht wird. Dann verpuppt sie sich. Ein Wunder. Der Umbau der Organe wird Tage dauern, die Häutung zur Puppe nur ein paar Minuten. Hier hängt der werdende Aurora-Falter nun bis zum nächsten Frühling. Immer mehr Blätter beschatten unseren Bach und sorgen dafür, dass die stärker werdende Frühlingssonne das flache Wasser nicht zu sehr aufheizt. Zeit für die neuen Augen, sich in kleinen Gruppen zu versammeln. 4 Jahre haben sie als Larven im Bodengrund gelebt. Jetzt bleiben ihnen nur ein paar Tage für die Hochzeit. Erwachsene Neunaugen fressen nichts mehr. Aber ihre Larven filtern Mikroorganismen aus dem Wasser. Auch hier gilt, wo Kieselalgen und Co. verschwinden, paaren sich keine Neunaugen mehr.
In schattigen Abschnitten im Oberlauf unseres Bachs kommen jetzt kleine Fußgänger auf die Welt. Etwa 2 Dutzend Mini-Steinkrebse sind geschlüpft, nach 7 Monaten im Ei. Sie suchen noch mehrere Wochen lang Schutz unter dem Hinterleib der Mutter, bevor sie im Labyrinth der Bachkiesel verschwinden, um auf den eigenen 10 Beinen zu stehen. Die Bäume, die am Ufer unseres Bachs stehen, sind im Mai voll belaubt. Ein Segen für das kleine Fließgewässer. Denn Schatten verspricht Kühlung und das wiederum mehr Sauerstoff im Wasser, wenn die vielleicht farbenprächtigsten heimischen Fische zu ihren Laichgründen ziehen. Ein paar 100 Finger lange Elritzen laichen genau dort ab, wo sich vor ein paar Monaten die Umweltkatastrophe ereignet hatte. Sie jagen sich, imponieren mit knallbunten Farben und suchen sich immer wieder einen anderen Stein, um den sie sich plötzlich in dichten Grüppchen versammeln. Dann geben sie Rogen und Milch ab. Die befruchteten Eier rieseln anschließend ins Bachbett. Wo nicht zu viel Schlamm das Lückensystem im Kiesbett verstopft, entwickeln sich die Elritzenlarven. Anschließend ziehen die kleinen Fische wieder weiter und überlassen den Nachwuchs seinem Schicksal. Farben spielen bei den Elritzen und vielen anderen Fischen eine wichtige Rolle. Es gibt aber auch Tiere im Bach, die Farben haben, die wir normalerweise überhaupt nicht sehen können. Farben, die nur auftauchen, wenn es dunkel ist. Einige Insekten und viele Krebstiere fluoreszieren, wenn kurzwelliges blaues Licht auf sie scheint. Von einer Tauchlampe angestrahlt und durch einen besonderen Filter betrachtet, werden diese Farben sichtbar. Dass auch Steinkrebse fluoreszieren, war bislang nicht bekannt. Auch nicht, ob die Farben zufällig entstehen oder ob sie Signalwirkung haben. Etwa nachts, wenn die Krebse munter sind und das bläuliche Mondlicht auf sie scheint. Am Bach kündigt sich derweil wieder neues Unheil an. Der Juni ist der niederschlagreichste Monat im Jahr. Wenn es in Strömen regnet, verändert sich unser Bach dramatisch. Das Wasser fließt plötzlich viel schneller und transportiert Sedimente über weite Strecken. Die entfalten unter Umständen erst weiter unten, bachabwärts, ihre Wirkung. Schlamm zum Beispiel, der die Lücken im Kiesbett verstopft und kleine Krebschen oder Fischlarven erstickt. Ackerbau in Hochwassergebieten hat katastrophale Auswirkungen auf die Artenvielfalt in unseren Bächen. An die Wassermassen selbst sind die Bachbewohner bestens angepasst. Die meisten Vogelarten, die an Fließgewässern brüten, haben ihr Nest hoch oben in den Bäumen, so wie der Pirol. Oder zumindest ein bisschen oben in den Bäumen, so wie die Arten, die in Spechthöhlen in alten Erlen ihre Jungen großziehen.
Am Unterlauf fließt unser Bach noch Tage nach dem Hochwasser schmutzig-braun dahin. Etwa eine halbe Million Pirole brüten in Mitteleuropa. Die Galeriewäldchen entlang der Bäche sind für sie ideal. Baumlose Gegenden meidet die Goldamsel ebenso wie dichten Wald. Spechthöhlen sind Top-Immobilien. Kaum eine Höhle bleibt lange ohne Mieter. Die Stare und ihre Mitbewohner haben einen großen Einfluss auf das Leben im Bach. Sie bringen Nährstoffe in das Wasser, für die es viele winzige Abnehmer gibt. Das Ökosystem Bach ist mit dem, was natürlich anfällt, voll ausgelastet. Zusätzliche Nährstoffmassen aus der Landwirtschaft überfordern das System. Im Spätfrühling kann man an einigen wenigen Bächen noch ein faszinierendes Schauspiel beobachten. Die Wanderung der Bachmuscheln. Auch sie, rote Liste, ganz selten. Die weiblichen Muscheln wandern an den Rand ihrer Wohngewässer und spritzen eine Wasserfontäne dahin zurück, wo sie herkamen. Der Strahl besteht nicht nur aus Wasser. Mit ihm schießt die Muschel auch an die 1000 winziger Muschellarven ab, in Richtung Gewässermitte. Sie will sie an den Mann, oder besser gesagt, an den Fisch bringen. Viele Weißfische fressen Insekten von der Wasseroberfläche. Schnappen sie nach diesen Spritzern, haben sie, ohne es zu merken, die Glochidien genannten Muschellarven im Maul. Die Minimuscheln klammern sich jetzt an den Kiemen der Fische fest und wandern mit ihnen per Fischtaxi den Bach hinunter oder hinauf. Wo Muscheln leben, gibt es unzählige weitere Tierarten, und jede von ihnen hat eine besondere Naturgeschichte. Langbeinfliegen etwa haben ihre langen Beine nicht nur, damit sie so schön aussehen, wenn sie am Bachufer herumlaufen. Auch bei der Balz mit den farbigen Flügeln würden es kürzere Beine tun. Langbeinfliegen sind Jäger. Und um Mückenlarven und Würmchen aus dem Uferschlamm zu ziehen, sind lange Beine sehr nützlich. Fressen und gefressen werden. Oder anders gesagt, verdauen und verdaut werden. Der ewige Kreislauf. Die Kinder sind aus dem Haus. Das Groppenmännchen kann endlich wieder fressen. Das Ökosystem Bach ist sehr produktiv und ernährt viele Tiere. Der Bach kann also ohne weiteres die Abfallprodukte seiner Bewohner verarbeiten. Aber wenn sein Lauf Gifte, Schlamm und Düngerfluten bringt, kollabiert das Zusammenspiel der Organismen. Die Gebirgsstelze brütet im Steilufer oberhalb der Wasserkante, sicher vor Feinden. Gleich daneben kann sie Langbein- oder Eintagsfliegen fangen, als Futter für ihre Jungen. Dafür besteht die Gefahr, dass die Brut durch Hochwasser zerstört wird. So hat jeder Bachbewohner seine ganz eigene Nische. Und viele dieser Nischen sind bereits verloren gegangen. Doch so schlecht der Zustand der meisten unserer Bäche auch ist, es gibt auch gute Nachrichten. Ein Waller macht sich bereit, um sich richtig voll zu fressen. In warmen Hochsommernächten, oft bei Vollmond, findet mancherorts wieder ein Spektakel statt, das seit Jahrzehnten nicht mehr beobachtet wurde. Der Massenflug der weißen Eintagsfliege. Das lockt zahllose Fische an. Der Bachgrund ist bald bedeckt von einer feinen Schicht Eintagsfliegeneier.
Uferaas heißen die weißen Tiere im Volksmund. Ihr merkwürdiger Geruch ist zumindest für die eigene Art unwiderstehlich. Fische hält der Duft nicht davon ab, sie zu fressen. Das Einleiten von Abwässern hatte die weiße Eintagsfliege fast verschwinden lassen. Heute sind Kläranlagen für Privathaushalte und Industriepflicht. Und so kehren ausgestorbene Tierarten zurück. Zur Freude der Waller und anderer hungriger Mäuler. Würden wir etwas umsichtiger mit unseren Bächen umgehen, ihnen mehr Raum geben und etwas Abstand halten mit Bebauung und Landwirtschaft, die Schäden, die wir diesem wunderbaren Lebensraum zugefügt haben, wären überraschend schnell repariert. Es darf so nicht weitergehen. Pestizideinsatz und Gülleflut haben zur Folge, dass heute nur noch jeder tausendste Bach in einem ökologisch sehr guten Zustand ist. Die gebänderten Prachtlibellen und unzählige andere Tierarten leben hier, seit es den Bach gibt, haben sich über Jahrmillionen entwickelt. Innerhalb weniger Jahrzehnte haben wir viele von ihnen beinahe ausgerottet. Manche sind für immer verschwunden. Noch ist Zeit, unseren Umgang mit der Landschaft und ihren Gewässern zu ändern, damit es in möglichst vielen Bächen unserer Heimat wieder vor Leben nur so wimmelt. Damit Prachtlibelle, Salamander und Krebs, die Bachmuschel wie auch die Groppe künftig überall dort wieder leben können, wo sich die Kronen der Bäume am Ufer über den Bach sanft mit ihren Zweigen berühren.